Guten Morgen! Ich beschrifte ja nicht mehr jedes Video mit dem aktuellen Tag meines Tagebuches, aber intern beschrifte ich die Dateien weiter und nun bin ich am Tag 500 angekommen. Das bedeutet, ich bin nun 500 Tage lang vegan unterwegs. Nachdem ich vorher 36 Jahre lang in meinem Leben quasi jeden Tag, und ich glaube, dass es wirklich jeden Tag war, tierische Nahrung zu mir genommen habe. Daher wieder einmal Zeit für ein kleines Resümee. Zum einen muss ich wirklich sagen, dass die Umstellung auf eine vegane Ernährung wirklich so extrem komplikationslos und einfach war, dass ich in keinster, aber wirklich in keinster Weise nachvollziehen kann, was so exorbitant schwer daran sein soll, Veganer zu werden. Ich weiß, ich trete vielleicht jetzt dem einen oder anderen auf dem Schlips, aber das Einzige, was man wirklich nicht mehr hat, ist der Geschmack von rohem Fisch und der Feta-Käse. Alle anderen Geschmäcker, und das ist ja das, worauf die meisten referieren, wenn Sachen sich schwer umzustellen, sind mittlerweile ja, gut kopiert. Und ja, um eben diese leidigen Konditionierungen und damit die Bequemlichkeit, sich umzustellen, ohne sich umzustellen, zu befriedigen. Und wenn man auch die massiven gesundheitlichen Schädigungen kennt, die tierische Produkte auslösen, insbesondere auf die beiden Todesursachen Nummer 1 bezogen in Deutschland, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebserkrankungen, und wie diese katalysiert werden bzw. sogar von der tierischen Nahrung initiiert werden, dann ist es eigentlich für einen gesunden Geist einfach nur die absolut logische Konsequenz, aufzuhören, tierische Nahrung zu sich zu nehmen und Veganer zu werden. Meinetwegen dann und wann mal es nicht so streng zu nehmen und bei Omas Geburtstag mal ein Stück Torte zu essen oder wenn Freunde eine Pizza bestellt haben, auch da einfach mit zu essen und so weiter. Aber die grundsätzliche Einstellung und damit auch die Umstellung auf eine vegane Ernährung im Alltag, das wird zusehends der Standard werden, und für mich war es ja auch mit einer 100% Attitüde, wie ich eingestiegen bin, wirklich extrem einfach umzusetzen. Ich habe nie irgendwie kämpfen müssen, weil auch gerade am Anfang die Faszination und der Entdeckergeist mich eben relativ schnell in die Tiefen der facettenreichen veganen Ernährung geführt haben. Dazu habe ich wahrscheinlich alle veganen Fertigprodukte probiert, die es auf dem Markt gibt. Siehe dazu auch meine frühen Videos aus der ersten Staffel meines Tagebuchs, der erste bis 100. Tag, was ich euch oben in den Infokarten verlinkt habe. Und was auch innerhalb der ersten Woche sofort merkbar war, war ein Anstieg der körperlichen Leistungsfähigkeit. Ich erinnere mich noch an das Video, wo ich mitten in der Nacht aufgewacht bin und angefangen habe, einfach mal raus im Schnee zu joggen. Wobei diese Leistungsfähigkeit nun, nachdem ich mir im April, glaube ich, war das vorigen Jahres, den Muskelbündelriss zugezogen habe, ja, nun von mir nicht mehr ausgelebt werden kann. Normalerweise soll ein Muskelbündelriss in 6 Monaten verheilt sein, da ich aber immer und immer wieder zu früh belastet habe, ist das Bündel immer wieder gerissen und vielleicht auch 2-3 Bündel gerissen, und nun sitze ich auch nach 12 Monaten immer noch zu Hause und kann nicht Radfahren, laufen, und selbst sexuell kann ich nicht einfach jede Stellung, auf die ich Bock habe, durchführen, sondern muss ständig darauf achten, das Bein nicht zu sehr belasten. Es nervt, das nervt wirklich. Also, aber es ist selbstverschuldet, da ich an dem Tag, wo ich den Muskelbündelriss hatte, schon auf den ersten Kilometern gemerkt habe, das stimmt irgendwas nicht, und ich trotzdem, das war dann wahrscheinlich der Muskelfaserriss, und ich dann trotzdem weitergefahren bin, und dann in 30 km Entfernung von Wohnort das komplette Bündel reißen zu sehen und dann eben nochmal 30 km mit einem Muskelbündelriss zurückfahren musste und dann wahrscheinlich noch mehr Schaden davon getragen habe und wahrscheinlich weitere Bündel gerissen sind. Glücklicherweise ist nicht der gesamte Oberschenkelmuskel gerissen, aber ja, ich denke mal sicher ein paar Bündel. Daher kann ich diese Energie, die ich in mir körperlich spüre, nicht ausleben derzeit. Ne? Ich mache ein bisschen Bodybuilding, ich mache ein paar Gewichte heben, Liegestützen geht so, weil ich spanne da auch einen Oberschenkel an, da passe ich immer sehr auf. Also es ist nicht schön, aber es ist halt selbstverschuldet. Ja, auch ein signifikanter Punkt, seit ich vegan lebe, ja, ist auch so die geistige Befreiung. Ich habe niemals gedacht, dass die Schuld oder was auch immer geistig belastend wirkte, durch die tierische Ernährung so massiv ist. Aber ich fühlte mich seit der Umstellung, und ich habe das schon mehrfach in etwaigen Resümee-Videos erwähnt, komplett befreit. Wie als würde mir eine seelische Last von den Schultern genommen worden sein. Spirituell fällt es mir nun auch noch leichter ins Sein zu wechseln als vorher. Während ich vor der veganen Umstellung immer noch minutenlang meditieren musste, obwohl ich zu dem Zeitpunkt bereits jahrelang täglich mit entsprechenden Übungen verbracht habe, waren es 3-4 Monate nach der veganen Umstellung so, dass ich nun jederzeit beliebig ins Sein wechseln kann.
Wobei man natürlich sagen muss, dass das auch einfach wirklich nur die Konsequenz des täglichen Trainings auch vor der veganen Umstellung gewesen sein könnte. Also da bin ich vorsichtig, da ich ja wirklich täglich ohne Ausnahme mich spirituell beschäftige, entweder mit dem Geist oder einfach eben im Sein wurzle. Und von daher kann man so eine Aussage nie mit Sicherheit genau treffen. Aber ich habe ja auch schon von anderen Menschen gehört, dass eine vegane Ernährung die Wahrnehmung der Realität erhöht, da man eben nicht mehr geistig irgendwelche Dinge des Alltags abblocken muss und so komplett sich auch besser fließen lassen kann. Dieses komplette sich fließen lassen ist, glaube ich, auch der Knackpunkt, warum viele Menschen nicht ins Sein kommen und die Blockade durch Schuldgefühle einer Nahrung, die aus Leid und Schmerz aufgebaut ist, ist da auch nur ein Teil. Sich wirklich zu öffnen, keine Geheimnisse zum Beispiel zu haben, was seine Gefühle und seine psychische Existenz und auch seine physische Existenz angeht, das ist auch ein massiver Faktor, zu dem ich unbedingt auch ein Video machen möchte. Da muss ich mir nachher genau abschreiben. Daneben sind aber auch Manipulationen durch das Umfeld ein nicht zu vernachlässigender Faktor. Aber kommen wir zurück zur veganen Ernährung. Zu einem Resümee zählen ja auch immer wieder negative Punkte. Aber während man bei der veganen Rohkost zum Beispiel noch sagen kann, dass die Anfangszeit viel Disziplin und Verzicht benötigt, ist dies eben bei der veganen Ernährung viel weniger der Fall. Und der Verzicht auf das Geschmackserlebnis roher Fisch und Feta ist zwar zugegebenermaßen existent, aber ja, so wenig wirklich im Blickfeld des täglichen Lebens, dass man da auch nichts irgendwie Negatives betiteln kann daraus. Eventuell, da kommen wir zu einem Punkt, die soziale Entfremdung von sehr konservativ eingestellten Personen und das Ertragen auch des Leids der Menschen, die sich selber einreden, wie wichtig Fleisch und Milch für sie sind. Gerade wenn man die Menschen mag oder sogar liebt, dann gehört ein großes Stück Toleranz und auch Leidensfähigkeit dazu, zu sehen, wie diese Menschen täglich sich selbst belügen, Tatsachen ignorieren und ihren Körper Stück für Stück entarten und dann Opfer der Standardkrankheiten werden und letztlich meist qualvoll sterben. Aber durch die Wissenschaft und die quasi wöchentlich aktualisierten Wissensstände der taktgebenden Gesundheitsorganisation wird auch merklich in der Gesellschaft die natürliche Ernährung konstruktiver thematisiert. Solche Umwälzungen brauchen allerdings immer sehr viel Zeit. Wie lange die sein wird, das kann keiner abschätzen. Aber durch YouTube und das Internet hoffe ich, dass diese Entwicklung stark beschleunigt wird. Und entsprechend ändere ich mich auch, indem ich bei einigen Videos doch zunehmend relativ kompromisslos überzeugend rüberkomme, was eben gewollt ist. Und eben der Wunsch, diese Informationen, die alle schon da sind, auch in die Köpfe der Menschen zu bringen. Denn die Menschen, die mir real begegnen, können der veganen Thematik nicht ausweichen, wenn ich sie anspreche. Aber im Internet können die Leute, die die Überzeugung und die Information brauchen, diese dann bei mir finden. So erreiche ich damit nicht mehr wie am Anfang eine breite Basis an Menschen, aber ich helfe denjenigen besonders, die an der Schwelle stehen. Und ich kann meine 100% Toleranz trotzdem noch ausleben, da ich weiß, dass YouTube freiwillig ist und im realen Leben ich damit mit dieser veganen Sache so gut wie niemanden penetriere. Auch wenn es gerade bei Menschen, die ich sehr liebe, durchaus sehr schwer fällt. Aber das können sicherlich einige von euch nachvollziehen. Bei mir persönlich war dann auch die Umstellung auf eine Rohkost und dann letztlich eine rogane Lebensweise auch absolut logische Konsequenz und ging quasi nicht anders, weil ich durch die vegane Ernährung in erster Instanz ja ein viel besseres und gesünderes Körpergefühl bekommen habe und die rogane Lebensweise, also ein undogmatischer Geist, der weiß, was er will und was er braucht, ohne sich irgendwelchen Konventionen und Definitionen zu stellen, ja, das ist dann natürlich quasi ja, nun das Endgame auf der Ernährungsebene. Wer dann nochmal genau nachlesen will, auf rogan.de habe ich dieses Grundgefühl noch einmal zusammengefasst, was nicht nur mit der Ernährung zusammenhängt. Das ist wirklich auch eine Seite, die nur der Information dient, was rogan bedeutet, und ich habe sie unten in der Infobox einfach mal verlinkt. Ich habe seit der veganen Umstellung dreimal Bluttests durchgeführt. Einmal sogar den Weg des Blutes durch das Labor quasi ja, direkt mitverfolgen können. Siehe dazu auch meinen kleinen Dokumentationsfilm in den Infokarten. Und auch vom Blut her befinde ich mich nun nach der veganen Umstellung in einem Idealzustand. Also ich kann nun nach 500 Tagen vegan sagen, dass die Umstellung der Ernährung mich gesundheitlich massiv
positiv geändert hat. Geistig und spirituell hat sie mich zwar nicht so stark verändert, aber das lag daran, dass ich da bereits vorher schon den Zugang zum Sein und zum universellen Charakter des, des Lebens gefunden habe und dadurch eben hier gar kein Erkenntnisgewinn als solcher mehr generiert werden konnte, weil es eben nichts zu erkennen gibt mehr für mich, sondern eben nur zu erfahren. Aber in der täglichen Praxis der Erfahrung hat die vegane Umstellung durchaus gefühlt katalysierenden Einfluss. So, das soll es mal gewesen sein als kleines Resümee nach 500 Tagen vegane Ernährung. Wie lange seid ihr schon vegan und was sind eure Erfahrungen? Positiv wie negativ? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Bis dann, euer Christian. Tschüss.